Ja, danke für die Gelegenheit, dass ich hier an dieser Stelle über OpenOffice.org in der Justiz berichten kann. Ich mache das eigentlich in Vertretung von Dr. Schneider, Abteilungsleiter in der Justiz. Manche von Ihnen waren möglicherweise auf der Uni in Krems, wo der Vortrag schon einmal gehalten wurde. Ich mache das deswegen, weil ich eben Produktmanager bin für OpenOffice-Einführung in der Justiz betreut habe. Und so wie es Herr Mück vorher gesagt hat, die Justiz ist auch jetzt nicht ideologisch unterwegs und sagt Open Source über alles, sondern schaut ganz genau, wo kann man Open Source sinnvoll einsetzen, und wenn sie das als richtige, sinnvolle Alternative eben darstellt, dann machen wir es. Und das Beispiel Open Office zeigt das, glaube ich, ganz gut. Ich werde Ihnen ein wenig historisch erläutern, wie es zu dem Ganzen gekommen ist, und anhand der vielen verschiedenen justizspezifischen Umsetzungen aber auch zeigen, dass wir nicht nur OpenOffice als Textverarbeitungsprogramm eingesetzt haben, sondern das Werkzeug in vielen verschiedenen Facetten mittlerweile auch nutzen und es auch zukünftig hoffentlich tun können. Weil wie es weitergeht, wissen wir alle so hundertprozentig nicht, aber ich denke mal, wir werden die richtige Entscheidung und die Lösung dazu auch bekommen. Sonst sollte es. Ui, das ist zweimal zu viel gedrückt. Ja, die Ausgangssituation 2007 hat sich so dargestellt, dass die Justiz vor einer Betriebssystemumstellung stand. Mittlerweile stimmt es auch nicht mehr, wenn man der Support von Windows 2000 ist zwar ausgelaufen, jener von XP wird es auch bald sein, die Justiz ist aber nach wie vor auf XP unterwegs. Wir haben Gott sei Dank die Chance gehabt, Windows Vista auslassen zu können. Insofern werden wir uns des nächsten Betriebssystemwechsels in absehbarer Zeit zwar schon stellen müssen, aber nicht mehr unter dem Fokus Textverarbeitung. Die Standardtextverarbeitung der Justiz war bis dahin die Lotus Word Pro Palette oder die Lotus Smart Suite mit all ihren Programmen. Und das seit vielen Jahren, und auch dafür ist der Support ausgelaufen. Die letzte offizielle Version mit ganz kleinen Korrekturen hat es, glaube ich, 2005 gegeben oder 2004. Also das heißt, das Produkt ist wirklich schon an das Ende gekommen. Es gab zusätzlich dann auch einen selbstentwickelten Texteditor in Java Rich Client Anwendungen. Jeder, der mit Textverarbeitung zu tun hat, weiß, worauf er sich einlässt. Möglicherweise aber am Beginn eben nicht, wenn man eben einen Texteditor versucht, eben so in kleinen Schritten nachzubauen. Wir sind da relativ bald dann an ein Ende gekommen, wo wir gesagt haben, diese Selbstentwicklung macht keinen Sinn mehr. Wir bleiben da stehen, wo es ist. Wir schauen, ob es Alternativen gibt. Genauso gibt es dann die Anforderungen, man will die Daten in der Justiz nicht allein nur aus justizspezifischen, so Kanzleiprogrammen heraus erstellen können, Dokument erstellen. Man will einen anderen Ansatz gehen, nämlich vom Dokument ausgehend auf Daten der Anwendungen zugreifen über saubere Schnittstellen. Das heißt, auch dafür mussten wir entsprechend ein Werkzeug suchen. Und es war nicht zuletzt auch dann strategische Vorgabe des Justizministeriums, auf ein Textverarbeitungsprogramm zu setzen. Nämlich auf eines, das eben in der Anwendung genauso integriert funktioniert wie am Desktop. So kam es dann eben, dass eine Studie zur Entscheidungsfindung beauftragt wurde, das war eben im Jahr 2007, und relativ rasch war klar, es gibt da nicht viele Alternativen. Wir untersuchten auf der einen Seite Microsoft Word und auf der anderen Seite eben OpenOffice zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir haben uns die Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt nicht allzu leicht gemacht. Wir versuchten sowohl mit Microsoft Kontakt aufzunehmen, genauso auch wie mit einem langjährigen Partner, der in dem Zusammenhang Erfahrung hat mit der IBM, um entsprechende prototyphafte Entwicklungen zu bekommen. Im zweiteren Fall ist uns das gelungen, im ersten Fall eher nicht. Also das heißt, auf der Microsoft Word-Ebene, ich sage, das waren sehr gewagte Architekturvarianten, für die wir uns dann letztlich nicht entschieden haben, die auch nicht mal prototyphaft entwickeln zu lassen.
Sehr rasch konnten wir aber eben einen Erfolg erzielen mit der Integration von OpenOffice in einen Java-Rich Client. Das heißt, es ist dazu von einer externen Partnerfirma von IBM auch ein Framework diesbezüglich zum Einsatz gekommen. Dieses ist in kleinen erweiterten Schritten nach wie vor im Bereich des Grundbuchverfahrens im Einsatz, wo auch wirklich diese Textverarbeitung in die Java-Anwendung integriert wurde. Also das heißt, das, was damals eben entscheidend war, herauszubekommen, wie gut kann das eben mit Java-Anwendungen, auch eine strategische Vorgabe im Bereich des Justizministeriums, massiv auf Java-Plattformunabhängigkeit zu setzen, mitunter eben auch auf Herstellerunabhängigkeit, da war das genau richtig. Das war von Anfang an, wie gesagt, nicht in eine Richtung gehend. Wir haben das wirklich auch offen versucht zu gestalten. Das Ergebnis hat es aber relativ rasch gezeigt. Es gibt für diese konkrete Anforderung auch genau nur diese eine Lösung. Und aus dieser Studie herausgehend hat die Justiz dann recht, ich sage mal, forsch und sich sicherlich auch fortschrittlich entschieden, ja, wir stellen das den Anwendern parallel zur Verfügung. Es gibt keine Notwendigkeit, Word Pro zu verlassen oder umzusteigen. Man hat aber alternativ die Möglichkeit, ein anderes Werkzeug eben zu nutzen, wer das wünscht. Wie Sie sich vorstellen kann, ein Textverarbeitungsprogramm, wie es auch das Word Pro gewesen ist, ist im Laufe der vielen Jahre um viele verschiedene Varianten erweitert worden. Zusatzfeatures hat man implementiert und genauso diese Punkte waren eben entsprechend auch dann im OpenOffice-Bereich zu implementieren. Diese Seite, ich glaube, da braucht man das nicht lange durchgehen. Die Gründe, warum letztlich die Justiz auf OpenOffice gesetzt hat, sind vielschichtig, sind aber im Bereich von, wenn man Open Source einsetzt, immer wieder die gleichen. Und die haben sich, glaube ich, bis zum heutigen Tage recht gut auch bewährt. Das heißt, das, was zum Einsatz gekommen ist, die Textverarbeitung 2008 anfänglich, musste aufgrund vielfachen Benutzerwunsches dann auch entsprechend erweitert werden. Das heißt, es hat eine sogenannte Justizleiste gegeben, da waren Vorlagen für den Justizbereich, sowohl für den Gerichtsteil wie auch für den staatsanwaltschaftlichen Teil implementiert. Es hat die Möglichkeit gegeben, auf Anwendungsdaten zuzugreifen. Insofern verbindet uns über den elektronischen Rechtsverkehr die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft auch. Wir hatten ein gemeinsames Projekt, etwa 100.000 Exekutionen werden da jährlich eingebracht über den Weg der Sozialversicherung. Ganz wichtige Einbringung für die Justiz am Rande erwähnt. Man kann auf diese Justiz-Anwendungsdaten, sei es Exekutionen, sei es Zivilverfahren, direkt zugreifen, ohne in eine Anwendung einsteigen zu müssen, sondern kann eben durch Angabe von einem Aktenzeichen das direkt in dem Formular ausfüllen. Das heißt, das wurde dann zusätzlich implementiert, das hat es unter Word Pro gegeben, das war eines der wichtigen Features, wo die Leute gesagt haben, wenn ich es nutzen soll, dann brauche ich diese Erweiterung und die haben wir eben dann eben im Mai 2008 mit ein paar anderen Kleinigkeiten dann eben ausgerollt. Da steht man aber auch klarerweise vor recht trivialen Problemen und Herausforderungen, wenn man die Sache eben dann wirklich einmal umsetzen will. Im September 2008 hat es eine nächste Erweiterung gegeben. Die Leute haben dann dadurch, dass sie es massiv auch eingesetzt haben, den Wunsch gehabt, ich will meine Word Pro Dokumente im Open Office weiterführen, beziehungsweise meine Vorlagen, so gut es eben geht, übernehmen. Wir haben dafür ein eigenes Konvertierungsprogramm geschrieben, das zwar vorhandenen, auch wieder Open Source basierten Formatvorlagen basiert, verwendet. Das Werkzeug, das drumherum im Wesentlichen, damit es recht einfach funktioniert, haben wir dann dazu geschrieben. Das hat insofern den Anwendern sehr geholfen, weil sie eine Liste von Ordnern einfach da in das System reinschmeißen konnten. Auf der anderen Seite kommt das konvertierte Dokument raus. Leider Gottes hatte es zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit im OpenOffice nicht gegeben, auch Word Pro Dokumente zu öffnen. Deswegen mussten wir den Weg der Konvertierung gehen. Wären wir, was ja vor kurzer Zeit gewesen, dann hätten wir auf LibreOffice setzen können, weil dort ist es implementiert gewesen. Wir haben lange Zeit über die Partner der IBM versucht, das von Symfony zu bekommen, diesen
Konvertierer mehr oder weniger in das Werkzeug integriert, ist uns leider nicht gelungen. Also deswegen hat es eben diesen Zwischenschritt bedurft. Und genauso haben die Leute dann gesagt, ja, es ist zwar nett, dass ich nach einzelnen Dateien suchen kann, aber der Text ist nicht durchsuchbar, weil das OpenOffice-Format ist ja mehr oder weniger ein gezipptes XML-Format und auch dafür muss man eigenes Suchwerkzeug schreiben. Also das ist ganz eine triviale Anforderung, aber ganz wichtig auch für den Anwender, dass wir das eben zur Verfügung gestellt haben. Ja, und das haben wir eben 2008 auch zur Verfügung gestellt. Da sehen Sie, das, was 2008 langsam begonnen hat, hat dann mehr oder weniger um sich gegriffen. Im Oberlandesgericht Sprengel-Wien exemplarisch rausgegriffen, wurden Schulungen über ein gesamtes Jahr hinweg durchgeführt. Also die hatten ungefähr 8 Trainer im Einsatz. Es waren fast 2.500 Personen zu schulen, ein Jahr lang mit einem Tag Workshop. Ungefähr war das veranschlagt und das Feedback von den Anwendern auf der einen Seite, aber eben auch von den Trainern bzw. vom Einsatz im Betrieb ist unerwartet positiv. Also das heißt, für die Leute war die Umstellung weder ein Riesenproblem, noch ist es im laufenden Betrieb eine zusätzliche Anforderung, eben da die Leute zu unterstützen. Das heißt, der Support ist nicht massiv in die Höhe gegangen, im Gegenteil, mittlerweile ist es genauso im Einsatz, wie es das Lotus Word Pro gewesen ist. Und ich denke mal, der Support ist in diesem Zusammenhang dort und da sicherlich einfacher für die Leute auch zu bewerkstelligen. Und die Umstellung ist, glaube ich, auch nicht zuletzt deswegen, so ist es de facto, deswegen auch leichter passiert, weil ja OpenOffice sich nicht massiv von Microsoft Word unterschieden hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Und rein faktisch ist es auch so, dass die Leute nach wie vor eben mit Microsoft Word lernen umzugehen, sei es in den Schulen oder Universitäten, ist es nach wie vor der de facto Standard. Umso schwieriger war es aber natürlich auch, die Entscheidung im Bereich der Justiz umzusetzen und auch wirklich dahinter zu stehen, weil wie man sich vorstellen kann, in den Medien hört man auch immer wieder, es gibt eine starke Personalvertretung im Bereich der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft. Die haben das schon auch massiv hinterfragt. Warum setzt man auf ein Werkzeug, das eigentlich nicht Standard ist, das nicht wirklich massiv im Einsatz ist, nicht etabliert ist? Aufgrund der vielen verschiedenen Anforderungen, die wir am Tisch liegen hatten und auch letztlich der vielen Vorteile, die wir gesehen haben, konnten wir das dann letztlich auch argumentieren. Wiewohl es klarerweise, aber das wird es immer so sein und geben, immer wieder auch Gegenstimmen dazu gibt. Eine weitere positive Erfahrung mit OpenOffice war, es ist nicht nur konzentriert auf den Bereich des Supports und Unterstützung Entwicklung im Bundesrechenzentrum. Das Werkzeug lässt auch Nicht-IT-Fachleuten die Möglichkeit, der zumindest ein bisschen technikaffin ist, und es gibt auch den ein oder anderen Richter oder im Bereich der IT-Schulungszentren, wo die Leute betreut werden, da selbst Hand anzulegen, und die können relativ rasch die Leute mit Kleinigkeiten, mit kleinen Extensions versorgen. Und da sei nur hervorgehoben, zum Beispiel, es gibt eine elektronische Schreibgutverwaltung für Heimschreibkräfte. Das Beispiel, auf dieses komme ich dann noch nachher zu sprechen. Es gibt aber auch nur ganz einfache eine Extension, wo man automatisiert den Dateinamen nach einem Aktenzeichen, das im Dokument eben an einer bestimmten Stelle mitunter vorkommt, vergeben kann. Sonst ist es eine relativ mühsame Sache, das eben als Dateiname abzuspeichern. Das ist von einem Richter entwickelt worden. Genauso hat ein Richter eben entwickelt einen Unterhaltskostenrechner oder einen Fristenrechner und dergleichen mehr. Es ist gerade in jenen Bereichen natürlich wichtig, wo die Justiz für, ich sage mal, Kleinigkeiten, wo vielleicht nicht tausende von Anwendern dahinter stehen, denen das wichtig ist, da auch Geld in die Hand nehmen kann. Und insofern ist das eine gute Kombination, dass eben auch engagierte Mitarbeiter da Extensions der Allgemeinheit, sagen wir mehr oder weniger so, wie es im Internet auch üblich ist, dann über das Intranet zur Verfügung stellen. Ja, so viel zum Werdegang.
Ich zeige Ihnen jetzt da, ich glaube, vier Beispiele habe ich mitgebracht, was mit OpenOffice im Bereich der Justiz weiterentwickelt wurde. Das eine Beispiel habe ich schon erwähnt, das sind die externen Heimschreibkräfte, aus der Idee heraus geboren. Es gibt immer weniger Kapazität und auch Geld, Schreibkräfte zu haben. Das heißt, das muss mitunter die Kanzleikraft heute schon selber übernehmen. Die Haupttätigkeit, Kerngeschäft der Kanzlei ist aber nicht das Schreiben von Dokumenten. Man hat karenzierte Schreibkräfte, sagen wir mal, zusammengefangen bzw. befragt, wie weit sie eben schreiben wollten zu Hause. Und das ist von vielen Leuten gutiert worden und insofern hat man dann eine einfache Anwendung den Leuten zur Verfügung gestellt, OpenOffice auf einer CD mit allen Erweiterungen ausgeliefert, wenn man es nicht ohne die schon daheim selber installiert hatte. Und diese Extension ermöglicht eben die Erfassung von den Dokumenten. Man kann da in diesem Bereich, ich glaube, da ist hier ein Pointer dabei, in diesem Bereich die verschiedenen Verfahrensarten auswählen, dann kommen eben vom Beschluss über Protokoll verschiedene Vorlagen werden da angeboten. Dann kann ich zu diesem jeweiligen Fall entsprechend Metadaten erfassen. Es gibt zusätzlich zu dem Dokument Schreiben eine weitere Lotus Notes-basierte Anwendung, wo die digitalen Diktate den Leuten zur Verfügung gestellt werden. Also das heißt, es muss nicht der Papierakt in irgendeiner Form zur Heimschreibkraft kommen, sondern es wird ein digitales Diktat über eine andere Anwendung zur Verfügung gestellt und basierend auf dieser Anwendung wird das Dokument dann letztlich geschrieben. Das heißt, wenn man diese Metadaten dann entsprechend ausgefüllt hat, übernimmt man dann die Vorlage, ein Corporate Design konformes Dokument entsteht, ist in jenen Bereichen eben rot umrandet vorausgefüllt. Dann gilt es noch andere Bereiche, die eben variabel sind, entsprechend mit Text zu ergänzen. Das ist auch ein Zusatzfeature, eben dieses Navigieren innerhalb des Dokuments mit einer Navigationstaste und am Ende kommt eben das fertige Dokument raus und wandert dann als fertiges Dokument dann auch wieder in diese Lotus Notes basierte Anwendung, wo eben basierend auf dem digitalen Diktat das Dokument dann auch wieder retour geht zum Gericht oder zur Staatsanwaltschaft. Der zweite Anwendungsfall ist, da hat es eine auch schon recht alte Word Pro Anwendung beim obersten Gerichtshof gegeben. Da gilt es, Dokumente zu verfassen, die letztlich im Rechtsinformationssystem des Bundes veröffentlicht werden, da aber natürlich nicht mit vollen Namen der beteiligten Personen stehen dürfen, sondern anonymisiert werden müssen. Genauso muss aber über dieses Programm und letztlich über die gleiche Source, über die gleiche, das gleiche Dokument als Basis, auch ein lesbares Dokument an die Parteien zugestellt werden können. Also das heißt, es hat die Partei nichts davon, wenn es dann erkennen würde, okay, da stehen nur Sterne und wer ist da jetzt letztlich betroffen. Anhand dieses Beispiels sehen Sie es, es wird wieder eine Vorlage geöffnet, in dem Fall eben ein Beschluss beim obersten Gerichtshof und man kann bestimmte Wortteile eben über diese Extension, die im OpenOffice integriert ist, markieren. Die sind dann grau hinterlegt und abhängig vom Prozessschritt kann man entscheiden, will man die hinterlegten Texte sehen oder will man eben ein Dokument produzieren, anonymisiert, so wie es dann letztlich auch in das RIS überspielt wird. Das heißt, ein Dokument und dem Entscheidungsorgan werden dann abhängig vom Prozessschritt die unterschiedlichen Dokumente, die auch geprüft werden müssen, dann so zur Verfügung gestellt. Es werden mitunter auch wirklich dann Textstellen dann nochmal angeschaut, muss da anonymisiert werden oder nicht. Ist das zum Beispiel der Name des Anwalts, den man sehr wohl nach außen geben kann? Also das ist durchaus diffizil. Man kann das Ganze während des Schreibens, dort wo die Anonymisierung schon von vornherein klar ist, so machen. Man kann aber klarerweise auch die Anonymisierung bei einem fertigen Textdokument im Nachhinein jederzeit ergänzen. Wichtig ist eben nur, dass am Ende dieses Dokument dann anonymisiert zum RIS übermittelt wird. Da gibt es auch eine neue Schnittstelle, da ist das RIS insofern der Justiz entgegengekommen, als auch OpenOffice-Dokumente übernommen werden können.
Ich glaube, die Justiz ist da der einzige Fall, wo nicht Microsoft Word übermittelt wird. Ja, es war in der Umsetzung nicht ganz einfach, aber wir haben es letztlich geschafft, dass Microsoft Word nicht das einzige Format ist, das das RIS übernehmen kann. Wir haben es leider Gottes nicht ganz geschafft, dass das Dokument, das man heute im RIS und der Judikatur abfragen kann, nicht nur eben im Browser HTML, Word und PDF-Format kann, sondern auch OpenOffice. Also so weit ist dann das BK doch nicht gegangen. Wir haben aber letztlich das erreicht, was für die Justiz wichtig war, das Standardformat nicht verlassen zu müssen und eben alle Vorteile, die eben das System hat, dazu nutzen. Mittlerweile ist diese Lösung so etabliert, dass sie beim OGH für das ein oder andere sogar erweitert wird und auch ausgerollt wird auf die Oberlandesgerichte und teilweise auf die Landesgerichte. Auch dort hat man die Möglichkeit, rechtskräftige Entscheidungen im RIS einzustellen. Das passiert nicht gehäuft, aber immer öfter. Man muss sich vorstellen, das ist natürlich auch ein Gesinnungswandel. Nicht nur der OGH, der ja durch das Gesetz verpflichtet ist, über das Evidenzbüro alle seine Entscheidungen zu veröffentlichen, der kann es sich nicht aussuchen, aber ein Richter am Landesgericht, der will mitunter seine Entscheidungen nicht veröffentlichen. Aber es ist doch eine Frage der Zeit, dass das auch dort vermehrt passiert. Insofern gibt es das Programm dazu. Sie müssen entschuldigen, meine Stimme hat mir gestern irgendwie ein wenig verlassen. Ich hoffe, wir kommen noch durch, aber das soll passen. Die nächste ganz wichtige Sache, und das alleine würde einen Vortrag füllen, ist JUDOC, Dokumenterzeugung in der Justiz. Aus der Anforderung heraus entstanden, dass wir, ich sage mal so täglich, die Zahlen schwanken, aber 50.000 Dokumente aufwärts täglich erstellen müssen. Im Endausbau gehen wir davon aus, dass über dieses System an die 100.000 Dokumente täglich erstellt werden müssen. Dazu muss man auch wissen, die Justiz ist der größte Portozahler der Republik. Insgesamt geht, glaube ich, an Portokosten 26 Millionen Euro quasi am Budget drauf. Die Hälfte in etwa wird über die zentrale Druckstraße im Bundesrechenzentrum gedruckt. Der andere Teil wird nach wie vor lokal bei den Gerichten gedruckt. Das heißt, da ist noch immenses Potenzial, was man da an Manipulation und dergleichen einsparen könnte. Aber aus dem Titel heraus, dass es eine zentrale hostbasierte Anwendung gibt, wo Dokumente mit tausenden von Textbausteinen erstellt werden müssen, suchten wir nach einem Werkzeug, mit dem man eben vorlagenbasiert in einer Textverarbeitung auf Anwendungsdaten zugreifen kann und damit unter höchst komplexe Dokumente, sei es bei einem Exekutionsantrag die Exekutionsbewilligung oder bei einer Mahnklage der Zahlungsbefehl und dergleichen mehr erstellt werden können. Die Anforderung war, basierend auf den Anwendungsdaten mit möglichst einer Vorlage in dem jeweiligen Anwendungsbereich verschiedenste Varianten von Dokumenten zu erzeugen. Das heißt, wir wollten nicht 1000 Vorlagen quasi reproduzieren, sondern mit einem komplexen Logiksystem, das wir da eben geschaffen haben, wenige Vorlagen, die aber eben über XML-Steuerung eben so Logikkonstrukte beherbergen und dann Anwendungsdaten zur Laufzeit auflösen. Das haben wir mit diesem Werkzeug geschafft. Einerseits gibt es ein Open Office, das in Eclipse integriert ist, ein sogenannter JUDOC Vorlagendesigner, mit dem werden Vorlagen erstellt. Man kann eben über XML auf die Anwendungsdaten zugreifen und legt das dann letztlich in einer Vorlagenablage ab. Das heißt, über den JUDOC Designer kommen die Vorlagen rein, werden da abgelegt und zur Laufzeit, Sie sehen es da in dieser Grafik, es hängen die verschiedenen Justizanwendungen an diesem System. Firmenbuch, Grundbuch, Verfahrensautomation, Justiz ist mehr oder weniger so eine Anwendung, wo alles andere nicht spezielle beherbergt ist, wie Mahnverfahren, das Zivilverfahren, Exekution, aber genauso auch das gesamte Straf- und staatsanwaltschaftliche Verfahren. Also das heißt, ein Verfahrensbereich, wo 50 Anwendungen hängen. Es gibt daneben noch Gebührenerledigungen für diese verschiedenen Verfahren, die sind über alle Anwendungsgrenzen hinweg identisch. Es werden XML-Daten übergeben, man holt sich dann
die über den Designer erstellten Vorlagen, mischt es in dieser Judo Composition Engine, ein Java-basiertes Programm, und gibt es dann einem Transformationsservice weiter, und da können aus heutiger Sicht wieder entweder ODT, also das Open Office Format zum Weiterbearbeiten, oder gleich direkt PDF-Dokumente erstellt werden. Und genauso gibt es die Möglichkeit, Doc, HTML, was auch immer gewünscht wäre, dann aus dem zu erzeugen. Wie gesagt, mittlerweile ist das System seit 2009 schon im Einsatz, wird im Bereich des Firmenbuchs tagtäglich verwendet. Der nächste Ausbauschritt eben im Bereich der Verfahrensautomation mit den zigtausenden Dokumenten ist im Laufe des heurigen Jahres im Entstehen. Das System schafft heute schon täglich 500.000 Dokumente. Die Justizanforderung liegt bei etwa 100.000 Dokumenten. Ja, also eine recht anschauliche Summe. Der letzte Teil ist, ich habe es ganz zuvor schon angesprochen, ist die reine Integration eines Open Office Writer Clients in eine Java-Anwendung, am Beispiel des Grundbuchs dargestellt. Man hat dann noch verschiedene andere Dinge, Laden eines HTML-Dokuments oder Speichern und Laden dieser OpenOffice-Dateien aus einer DB2-Datenbank selbst implementiert, also da hat es ein paar Anforderungen noch gegeben. Basierend ist das Ganze aber eben auf einem weiteren Framework, wo da dieser Teil des OpenOffice integriert wurde. Das, was Sie außen herum sehen, ist die Grundbuchanwendung, die sich selbst wieder eines selbstentwickelten Java-Frameworks für das User-Interface im Bereich der Justiz zur Verfügung, also bedient. Das ist mittlerweile, ich sage auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, Strategie der Justiz ist es mittlerweile, neue Anwendungen, ich sage ziemlich ausschließlich als Web-Anwendungen zu etablieren. Die letzte Anwendung im Bereich der Staatsanwaltschaften, wo ein voll elektronischer Akt eingeführt wurde, ist mittlerweile auf dem Weg dorthin. Das erwähne ich aus dem Grund, weil es da auch die Anforderung der Dokumenterstellung gibt und dort gibt es auch die Anforderung, OpenOffice zu integrieren. Das heißt, der nächste interessante Meilenstein in dieser Kette ist die Integration von OpenOffice in eine Webanwendung. In welcher Form das funktioniert und passieren wird, ist noch offen, aber die Anforderung liegt mal am Tisch. Ja, damit habe ich Ihnen diesbezüglich ein bisschen einen Überblick gegeben, was wir aus OpenOffice, nicht nur aus reiner Textverarbeitung im Bereich der Justiz, alles gemacht haben. Da noch der ganz kurze Ausblick. Momentan stehen wir seit jetzt mittlerweile einem Jahr bei der Version 3.2, die letzte Version vor der Spaltung mehr oder weniger, die wir zufällig mehr oder weniger auch da in dem Zusammenhang zum Einsatz gebracht haben, ist auf mehr als 10.000 PCs im Einsatz. Man ist jetzt dabei, auf das neue Corporate Design der Justiz hunderte von Vorlagen umzustellen. Also das heißt, der Weg nach OpenOffice hin ist völlig klar vorgegeben. Wir sehen momentan aber auch noch keinen Anlass umzusteigen. Und insofern ist diese Frage nach wie vor auch offen. Man sieht es da leider nicht, es sollte da einen Weg führen, der da in den Wald hineinführt. So unbekannt dieser Weg ist, so unbekannt ist es natürlich auch ein wenig für uns. Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Wir wollten auch nicht ganz bewusst nicht, nachdem die Spaltung da war, klar entscheiden, das ist der Open Source Weg. Ich denke mal, es ist gut, wenn es keine Notwendigkeit gibt, da mal abzuwarten, in welche Richtung es wirklich geht. Möglicherweise einigt man sich doch und kommt vielleicht wieder zu einem Open Office Begriff oder zu dieser Marke zurück, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, egal wie es weitergeht, jede Änderung in die linke oder rechte Richtung bedeutet Anpassungen. Also das heißt, selbst von OpenOffice 3.1 auf 3.2 mussten wir Umstellungen vornehmen, das wird uns immer blühen. Insofern, nicht nur weil ich Rapid-Fan bin und die Farbe grün LibreOffice ist, schlägt mein Herz bei dieser Seite. Ich denke auch, es ist längerfristig auch der richtige Weg, den wir vor vielen Jahren, den die Justiz eingeschlagen hat, und den wir da auch, glaube ich, sukzessive in dieser Richtung hin weitergehen. Ja, insofern danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes, Neues für Sie dabei und stehe gerne jetzt in der Pause auch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.